So, Leute, da sind wir beim nächsten Deck. Und ich habe was sehr Aktuelles mal wieder für euch. Und zwar habe ich, ich nenne es eben vor Kappa Cast. Es ist eigentlich ein upgedatetes 8-Cast Deck Tag. 8-Cast hatten wir im Dezember schon mal. Ist aktuell ein sehr beliebtes Deck wegen dem Kappa. Und ja, ich dachte, ich zeige es euch mal. Ich fange auch an mit dem Kappa. Kappa Kanonier oder auch Turtok genannt. 6 Mana, 4-4 Improvise. Artefakte können helfen, diese Mana-Kosten zu bezahlen. Das heißt, ihr könnt Artefakte tappen, um ein Mana von diesem Ding zu bezahlen. Das ist eine Art von Affinität, aber ihr zahlt immer noch die Mana, was ganz nett ist. Das Ding hat Ward 4. Und immer wenn ein Artefakt unter eurer Kontrolle ins Spiel kommt, legen wir eine +1/+1 Marke auf den Kappa Kanonier. Und es kann nicht geblockt werden. Es heißt, er selber, wenn er selber reinkommt, ist er schon 5-5. Er legt noch ein Artefakt, ist 6-6, kann nicht geblockt werden, greift an. Bam. Ward 4, sehr, sehr wichtig, heißt 4 Mana muss der Gegner bezahlen, um das Ding irgendwie abzuräumen mit Swords to Plowshares oder ähnlichem, plus halt der 1 Mana, das heißt 5 Mana, das heißt, ihr habt eine sehr, sehr schnelle Glock damit, mega Teil. Dann, wofür ist 8-Cast bekannt? Natürlich für die 8-Casts, hier haben wir 4 davon. Thought Monitor, 7 Mana, 2-2, Affinitätsartefakten, fliegend, wenn er ins Spiel kommt, ziehen wir 2 Karten, mega Teil. Dann haben wir 3x sei Master Top Tourist. 3 Mana, 1-4. Immer wenn man Artefakt-Zauber spielt, kann man 1-1 Top-Da generieren, beziehungsweise wird generiert. Für 2 Mana können wir 2 Artefakte opfern, um eine Karte zu ziehen. Das kommt in diesem Deck öfter vor, als man denkt. Ja, sehr, sehr wichtig. Legendäre Kreatur. Das ist, glaube ich, das allererste Mal seit Jahrzehnten, dass ich in einem Nicht-Blood-Moon-Deck ohne Karakas aus dem Haus gehe. Nicht mal im Sideboard-Spoiler. Dementsprechend ist es eine sehr weirde Liste und es macht mega viel Spaß, sie zu spielen. Dazu haben wir noch 4 Emry, Lurker of the Lock. Die Kreatur mit Affinität zu Artefakten, die keine Affinität zu Artefakten hat. Und zwar ist die 3 Mana 1-2, kostet 1 Mana weniger als für das Artefakt, was wir kontrollieren. Also Affinität zu Artefakten. Aber es steht nicht drauf, deshalb hat es keine Affinität zu Artefakten. Immer wenn er ins Spielfeld kommt, müssen wir 4 Karten millen. Oben von unserem Deck runter. Und das Ding hat Tappen. Wir können Artefakt aus unserem Friedhof wählen und wir können die Sonde casten. Wir müssen immer noch die Kosten bezahlen und Timing Rules applyen auch. Das heißt, Artefakte können wir nur in wie Hexereien spielen und Ähnliches. Ja, das sind alle unsere Kreaturen. Es sind nicht viele, wir brauchen aber nicht viele. Wir ziehen uns relativ schnell mit den Thoughtcast-Monitoren und den Emrys so durchs Deck, spielen dann Kappa und gib ihm. Lustige Interaktion. Kappa, Improvise. Und ja, diese Karte. Ihr könnt improvisen aus dem Friedhof. Das ist sehr, sehr witzig, sehr ähnlich wie zum Beispiel der Thought Monitor halt auch für weniger Mana aus dem Friedhof gecastet werden kann, für 1 Mana zum Beispiel. Dann haben wir ein paar Spells, nicht viele, aber ein paar. Als allererstes haben wir die anderen Casts, das heißt, wir haben 4x Gedanke an Anordnung. Ich habe immer noch keinen englischen Thoughtcast. Ein blaues, 4 farblose, Hexerei, Affinität zu Artefakten und wir können 2 Karten ziehen. Das heißt, für 1 Mana ziehen wir 2 Karten im Deck, durchschnittlich. Dann haben wir noch 4 Force of Wills. 5 Mana Spell, wir können Zauber kontern. Wir können aber auch eine blaue Handkarte aus unserer Hand abwerfen, um die Mana-Kosten zu bezahlen. Also statt die Mana-Kosten zu bezahlen und ein Leben bezahlen. Wir haben eine Menge blaue Karten drin mittlerweile wieder. Dementsprechend können wir 4 Force im Mainboard uns easy erlauben. So, naja, das heißt easy erlauben. Meistens pitcht man einen Force zu einem Force, bin ich ehrlich. Kommen wir mal kurz zu den Ländern, machen wir einen kurzen Übergang darüber, bevor wir zu den Artefakten kommen. Wir spielen 2 Snow-Covered Islands, also 2 Inseln, Mana halt. Dann habe ich mich dann entschieden, eine Ottawara Soaring City zu spielen. Es gibt Listen, die spielen 2 Ottawaras. Es gibt Listen, die spielen 0 Ottawaras. Es gibt eigentlich keine Listen, die einmal spielt. Die meisten spielen entweder 2 davon oder 2 von der nächsten Karte, die ich 2-mal spiele. Cavern of Souls. Wenn sie ins Spiel kommt, haben wir einen Kreaturentyp an. Zum Beispiel Merfolk, Construct, Turtle oder Human, ist halt das Problem, dass wir unsere 4 Kreaturen 4 verschiedene Typen haben, aber die Turtle ist mittlerweile so wichtig, dass wir halt die Turtle einfach playen wollen. Deswegen gibt es ganz viele Leute, die mit 2 Cavern of Souls spielen, statt einem Ottawara. Ich spiele aber allerdings 2-1-Split und gehe deshalb 1 Mana höher als die meisten anderen Decks. Ich sage euch gleich, was ich dafür noch gecuttet habe, weil es ist nicht so wichtig, meiner Meinung nach. Danach haben wir ein Sith of the Synod, Sitz der Synode, Artefaktland, tappen für ein blaues. Ja, macht Affinität günstiger, deswegen haben wir es drin. Dann haben wir Ancient Tomb. 2 Mana Land, also wir können es für 2 Mana tappen und kriegen 2 Schaden, als Soulland bekannt. Sehr, sehr wichtig in solchen Decks. Und 4x Ursas Saga, wer hätte es gedacht? Ursas Saga, eine Ursas Saga Enchantment Land, kommt mit einer Marke ins Spiel.
Hab dann Tappen für ein farbloses, kriegt dann nach jedem Draw-Step eine weitere Marke. Beim zweiten Mal eben kriegt sie noch zwei Mana Tappen. Wir kriegen einen 0-0-Konstrukt. Was +1/+1 kriegt für das Artefakt, was wir kontrollieren. Und bei der dritten Marke wird das Ding geopfert und wir suchen unser Deck nach einer Artefakt, die genau 0 oder 1 kostet. Und genau zu diesen Artefakten kommen wir jetzt. Dementsprechend, ja, man könnte meinen, ich hätte das hier vorbereitet und hätte mir mal Gedanken gemacht. Ganz, ganz seltsames Ding. Und zwar haben wir erstmal unsere One-Offs. Wir haben einen Schattenspeer, Shadow Spear, ein Mana-Artefakt, zwei Mana ausrüsten. Die Kryptokreatur kriegt Trampel Lifelink. Außerdem hat diese Karte für ein Mana Permanente, die der Gegner kontrolliert, verlieren Hexproof und Unzerstörbarkeit. Ist tatsächlich nicht ganz so relevant, seit wir Ward haben. Es existiert zumindest. Dann haben wir eine Retro für der Foundry. Diese Karte benutzen wir viel mit Psy, Master Top Tourist, um 4-4 Konstrukte zu erstellen. Auf der anderen Seite können wir damit eben auch Servos erstellen, Top darstellen und aus den Top dann irgendwie Konstrukte machen. Ganz nette Karte fürs Grindgame. Eine Enterspruchbombe. Ich habe immer noch nicht in Englisch. Ein Mana-Artefakt für ein blaues können wir das Ding opfern, um eine Kreatur zurück auf die Hand zu bringen. Machen wir, wenn wir eine gegnerisch störende Kreatur haben. Gerade mit so einem Murktide Regent, der uns raised. Sehr cool. Oder wir können das Ding für ein Mana opfern, um eine Karte zu ziehen. Auch das ist schon vorgekommen. Dann spielen wir eine Menge Bubbles. Wir spielen 4 Ursas Bubble. Das ist ein 0-Mana-Artefakt. Tappen. Wir suchen uns eine random Handkarte vom Gegner aus, dürfen die sehen. Und zum nächsten Abgib eine Karte ziehen. Können wir aber auch aktivieren, wenn der Gegner keine Handkarten hat. Dann spielen wir nur 3. Es gibt Listen, die spielen hier dann eben das, die Ursas, also die, das Land, spielen die halt eine weitere Bubble. Ich spiele jetzt mal wieder nur mit 7 Bubbles statt 8. 0-Mana-Artefakt, tappen, opfern. Wir gucken uns die oberste Karte des Gegnerdecks an und ziehen auch in den nächsten Abgib eine Karte. Es gibt auch hin und wieder mal Listen, die dann mit 61 Karten spielen, die dann aber statt der Mishras-Bubble noch was anderes reinnehmen. Und zwar die nächste Karte, die ich auch auf 3 runtergekartet habe, damit ich 3 von den Turtles spielen kann. Auch da gibt es Listen, die eher 2 Turtles spielen. Und zwar Mox Opal. 0-Mana-Artefakt, tappen für einen Mana. Können wir nur aktivieren, wenn wir 3 oder mehr Artefakte kontrollieren. Ich habe beide auf 3 runtergekartet, damit ich eben ein Land mehr reinnehmen kann für die Konstanz und noch ein Kappa, weil Kappa, Kappa, Kappa. Dementsprechend, ja, Mox Opal haben wir nur 3 drin. Dann haben wir dafür aber trotzdem 4 Lotus Petal, 0-Mana-Artefakt, tappen, opfern. Wir können Mana beliebige Farbe bekommen. Ich bin noch mal überlegen, ob ich davon nur 3 spiele und davon 4. Aber das sieht aktuell meiner Meinung nach nach einem richtigen Split aus. Und wir spielen noch 4 Chalice of the Void. Dafür auch zum Beispiel die Engine Tombs. Doppel X. Kommt mit X-Ladungsmarken rein und wenn wir dann einen Zauber spielt mit Mana-Kosten von X, dann wird dieser Spell gekontert. Im Normalfall legen wir das auf 1, manchmal auf 2, weil wir es auch können. Wichtig dabei, auch wenn unsere Spells dann eben für einen Mana gecastet werden, die Mana-Kosten hier oben verändern sich nicht, auch wenn die Kreatur günstiger wird. Dementsprechend, ja, Chalice auf 1, Chalice auf 2 sind sehr, sehr gute Möglichkeiten mit diesem Deck. Soviel zum Mainboard. Gucken wir uns mal ganz, ganz kurz das Sideboard an. Beim Sideboard starten wir mit den Artefakten. Ich habe erstmal einen Crucible of Worlds drin für die Games, für Control Games. Wir haben aktuell sehr, sehr viele blaue Kontrolldecks rumlaufen. Da ist Crucible einfach super. Wir haben ein Artefakt, das immer wieder Länder aus dem Friedhof reinbringt. Das bedeutet, auch unsere Ursas Saga kommt immer wieder rein. Und selbst wenn die Gegner anfangen mit irgendwelchen komischen Back-to-Basics-Geschichten oder ähnliches, können wir immer noch Ursas Saga reinbringen und immer ein Token machen, uns was raussuchen und so weiter. Das ist schon sehr, sehr strong. Dann haben wir 2 Engineered Explosives. X-Mana, X können wir beliebig viel Mana reinpumpen, aber dieses Ding bekommt eine Marke für jedes verschiedene farbige Mana, was wir bezahlen. Jetzt denkt man sich, Blacky, du hast doch nur blau. Ist nicht ganz korrekt. Ich habe mit Lotus Petal und Mox Opal auch die Möglichkeit, eben 2- oder 3-farbig zu gehen. Manchmal sogar 4-farbig, aber das mache ich ganz selten. Dementsprechend ist es ein sehr cooler Removal, weil für 2 Mana können wir den opfern, um jedes Nicht-Land-Permanente mit einem umgewandelten Mana-Kosten gleich der Marken da drauf zu zerstören. Wir können es aber auch für ein farbloses spielen, dann kommt es für 0 rein. Wir können den Gegner Chalice auf 0 zum Beispiel zerstören, was wirklich wichtig ist in diesem Deck. Dementsprechend ist der hier drinnen. Dann habe ich eine Bithynidl. Dieses Einmal-Artefakt, wenn es ins Spiel kommt, sagen wir eine Karte an und aktivierte Fähigkeiten mit dem Namen aus den Mana-Abilities können nicht mehr aktiviert werden. Das ist sehr, sehr gut gegen Planeswalker oder andere Combo-Decks, Show and Tell, Sneak Show und so weiter. Dann haben wir eine Soulguide Lantern. Einmal-Artefakt, wenn sie ins Spielfeld kommt, exilieren wir eine Karte aus dem Friedhof. Tappen, opfern, wir exilieren den gegnerischen Friedhof.
alle Gegner schon später für. Und wir können für einen Mana tappen, Opfer eine Karte ziehen. Auch das sehr, sehr gut gegen vor allem Uro, weil Uro ist ein Uro. So, dann haben wir 6 Counterspells, und zwar die verschiedensten Möglichkeiten und Arten. Wir haben einen Blue Elemental Blast. Aktuell so ein bisschen in der Debatte, ob man den spielen sollte. Ich finde ihn sehr, sehr gut, weil er countert einen Red Spell oder zerstört einen Red Permanent. Red Spell ist halt meiner Meinung nach relativ wichtig, alleine nur wegen Meltdown. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Und rotes Permanent ist ja gut zum Blood Moon oder so, kann man auch abräumen. Das nervt schon. Genau dasselbe halt mit dem Hydro Blast, nur dass der eben einen Spell countert, wenn er rot ist, oder ein permanentes zerstört, wenn es rot ist. Ähnliches Prinzip. Dann haben wir 2 Force of Negation, um Force Nummer 5 und 6 zu haben, für 3 Mana Instant. Wenn es nicht der Gegnerzug ist, können wir eine blaue Karte aus der Hand exilen, statt die Mana-Kosten bezahlen. Wir kontern nicht Kreaturenzauber, und wenn der Spell auf diese Weite kommt, exilen wir den. Der ist hauptsächlich da gegen blaue Decks, gegen Control-Decks und gegen andere Spell-Combo-Decks. Ähnlich wie der nächste, aber der ist auch gegen Delver und so weiter. Gut, hier der Pflasterstorm, beste Karte. Ein blaues Mana Instant. Wir kontern eine Instant oder Sorcery, wenn der Beherrscher nicht ein Mana mehr bezahlt. Bei diesem Spell kriegen wir eine Kopie für jeden vorher gespielten Spell in diesem Zug. Nicht nur für unser Spell, sondern auch für die vom Gegner. Deswegen, ganz lustig, den kann man sogar durch eine Chalice of the Void durchspielen, was ich persönlich sehr, sehr geil finde. Dann haben wir noch 2 Hullbreacher. Auch das gegen andere blaue Decks. 3 Mana, 3-2 Flash. Immer wenn der Gegner eine Karte ziehen würde, außer die erste, zieht er diese nicht, und wir kriegen stattdessen eine Treasure. Sehr, sehr mächtig, auch gegen Ninjas und ähnliches. Dementsprechend habe ich den drin. Und wir haben noch 2 Dismember. Für, naja, ein farbloses und 4 Leben, manchmal auch ein schwarzes, ein farbloses und 4 Leben, und 2 Leben, gibt eine Kreatur -5/-5. Wir können eben diese Phyrexian-Mana eben für 2 Leben bezahlen, statt für schwarzes Mana, deswegen haben wir das drin. Ja, das ist aktuell mein Sideboard, und ich würde sagen, wir gehen noch kurz zum Deck-Talk. Was ich an diesem Deck so liebe, sind die Synergies. Wir haben so viel Card-Draw eben mit den beiden Thought-Monitor und den Thought-Cast, wo wir andauernd 2 Karten ziehen mit Artefakten. Wir haben so viele billige Artefakte. Wir können mit Emry, können wir die ganze Zeit mit Ursas Bubble und Mishras Bubble die ganze Zeit mehr Karten ziehen, um unsere Konter zu haben, oder mehr Artefakte und mehr Kreaturen und mehr cool. Und dann haben wir die Möglichkeit eben mit Sei Master Top Drift Top dazu erstellen, die unsere Karten wieder günstiger machen, die wir aber auch in 4-4er verwandeln können und. Und alleine Retrofitter lässt uns Lightgame gewinnen, und es ist so cool. Dazu haben wir noch einen Agro-Plan, den ich super finde. Alleine weil es zum Beispiel Ursachsaga und Shadowspear macht so viel Druck, es macht so viel Power, es tut so weh. Und jetzt haben wir eben den Kappa-Kanonier. Kappa-Kanonier oder auch Tuatak ist einmal die geilste Karte, die sie seit langem gedruckt haben, wo halt Leute sagen, oh, das fühlt sich wie Horgak an. Und es ist tatsächlich auch so. Es ist eine Artefakt-Kreatur für 6 Mana 4-4, die so viel Power mitbringt und so viel Verteidigungsstärke und so viel einfach alles. Es ist so eine krasse Karte. Wow, das ist wirklich Banane, und das macht das Deck so viel cooler, dass ich halt auch ein Update damit durchmachen musste. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Deck. Wenn ihr mal die Chance habt, spielt Kappa Kanonier. Der ist zwar auf Magic Online zum Beispiel ziemlich teuer, man kriegt ihn aber aus dem Commander-Deck, der es aktuell noch Imprint ist. Das dürfte auch wieder sinken. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, dieses Deck mal zu spielen, spielt es ruhig. Es wird auch noch länger uns begleiten. Ich denke nicht, dass hier irgendeine Karte, Kappa Kanonier und Ursus Saga, ist ein bisschen auf der Wanke. Aber ansonsten sehe ich nicht, dass hier irgendwelche Karten großartig gebannt werden. Man kann trotzdem ein Agro-Deck damit fahren. Sehr, sehr cool. Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne das Video positiv bewerten. Das hatten wir jetzt in letzter Zeit wieder echt einige Videos, die es nicht hatten. Und ja, das wäre sehr, sehr cool, wenn ihr mir auch zeigt, dass ihr das enjoyt, was ich hier tue. Und es hilft mir es, und das hilft mir, euch zu helfen. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Na, Blacksit. Ciao, ciao.